Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dantes Inferno. Und wir haben letztens Beatrice verloren und wir müssen sie aus den Fängen Lucifers retten. Ich weiß jetzt auch, dass der Lucifer heißt. Und deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Verdammte Erklettern. Okay. Okay, wenn ich X drücke, kann ich schneller runter. Oha, guck dir das mal an. Es sind ganz viele Seelen drinnen. Und ein weiterer Erfahrungsbrunnen. So, reicht es schon für das nächste Level? Ich glaube noch nicht, oder? 1000 Seelen, okay. Knapp 1000 haben wir schon. Spaltensprung. Ja. Da ist der nächste. Wie heißt denn der? Ich weiß es nicht. Mit dem reden wir jetzt mal und hören mal, was er zu sagen hat. Bar jede Furcht und Feigheit muss nun sein, denn an dieses Schlundes Fuß Acheron wirst finden. Es ist der Seelen bitteres Los, dem Weg zu folgen zu Charons Floß. Ich habe jetzt nicht gerade zugehört, weil ich kurz gucken muss, ob die Aufnahme läuft. Aber wird schon passen, was er sagt. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Oh, 30 Silberlinge. Du hast eine silberne Judasmünze erhalten. Mehr Informationen. Sammle silberne Judasmünzen, um Seelen freizuschalten. So, da kriegen wir nochmal Bonusseelen für unsere bisherigen drauf. Glaube ich zumindest. Dass die Leute, die vom Himmel fallen, zu der Stadt der Schmerzen, zu ewiglicher Bitternis. Lasst alle Hoffnung fahren, all ihr verlorenen Herzen. Ufer des Acheron. Na, was ich sagen wollte, ist nämlich, die ganzen Leute, die runterfallen, das sind verdammte Seelen. Also die ihre Strafe absitzen. Und wir gehen jetzt mal Richtung Acheron. Und direkt schon der erste Kampf. Ich muss mich halt gemütlich hinhocken. Ich sitze gerade so richtig dumm. Bam. Die fliegende Viecher. Alter, komm. Komm jetzt. Mensch. Erlösen ihn. Ich glaube, ich habe das schon letztens erklärt, was die Seelen genau bedeuten. So, jetzt müssen wir erneut den Hebel betätigen. Achso, wir haben eine gewisse Zeit, darüber zu kommen. Gut, dass ich das jetzt weiß. Wir müssen uns da echt beeilen. So, warte. Und jetzt pfeifen wir einfach auf die ganzen Viecher. Nein! Nein! Ich bin runtergefallen, weil ich mich nicht mehr... Ich habe zu viel Kreis gedrückt. Und dann macht ja das hier. Und dann fällst du automatisch runter, weil da keine Absperrung ist. Was das Fail-Verhalten erhöht. 1000. Jetzt können wir gucken. Was können wir denn jetzt machen? Fehler. Drücke... Okay. L2 ist jetzt... Okay, drücke und dann Konter.
Wir skillen mal das Kreuz. Göttliche Macht. Ne, wir müssen noch ein bisschen warten. Gut, dann warten wir halt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich verstehe nicht. Oh, da kommt. Ist jetzt der erste Gegner, der ein bisschen heftiger wird. Bei dem muss er echt taktisch rangehen. Ja. Warum habe ich überhaupt kein Leben mehr? Warum mache ich so wenig Leben? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oha, guck mal, wie viel Leben wir haben. Okay, dann müssen wir die Noob-Taktik einsetzen. Und wir skillen jetzt trotzdem mal was. Was skillen wir denn? Fehler? Wir skillen auf jeden Fall den Konter. So geht nicht, dann machen wir den Fehler. Den probieren wir direkt mal aus. Das ist der Fehler, okay. Ah, ich glaube, das ist jetzt dumm gelaufen. Das ist richtig dumm gelaufen. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, damit wir ihn jetzt Distanz besiegen. Weil ich muss jetzt so kämpfen. Ich kann jetzt nichts anderes machen. Oder? Was war's denn? Oder wir machen das so. Alter, das war jetzt ein harter Move. Nein! Ah, fuck! Das ist der Controller ist, glaube ich, kaputt oder so. Der macht die ganze Zeit irgendwelche Moves, die ich gar nicht gemacht habe. Deswegen sieht es so voll stylisch aus. Ey, das ist so hart. Ich glaube, ich sollte nochmal von vorne anfangen, vom Speicherpunkt. Und mich hierher spielen mit mehr Leben, weil... Soll ich das da schaffen mit so wenig Leben? Das schaffst du nicht. Das schaffst du einfach nicht. Das ist so unfair einfach. Wie gesagt, das ist die einzige Methode oder Herangehensweise. Ah, das, jetzt wäre es fast passiert. Wir bestrafen ihn. Und reißen ihn in zwei. Ja, komm, komm. Das ist ganz schön mächtig. Ja, lösen ihn. Nein! Fuck! Alter, krass. Boah, ich hoffe mal, wir kriegen... So. Warte. Schon ein bisschen eigenartig. Verstörbar. Alter, nein! So. Wir müssen das Ding ganz hochfahren. Dann müssen wir das zerstören in der Zeit. Nein! Warum macht der ganze Zeit Moves, die ich nicht mache? Was ist denn das? Also irgendwas ist mir, ich habe das schon letztens gesagt, irgendwas ist da nicht in Ordnung mit dem Controller.
könnte uns echt noch zum Verhängnis werden. Wir haben eine zweite Münze gefunden. Ja, und jetzt versuchen wir uns mal den Weg frei zu kämpfen, indem wir dieses Tor kaputt machen. Einfach da hinlaufen. Und aufgetreten. Ah, hier wartet schon so ein Heilbronn. Den werden wir jetzt mal benutzen. Gott sei Dank. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Jetzt haben wir, was er zu sagen hat. Hier kamen zeternd am düsteren Strand, an dem der Fährmann harret jener, die schmähten Gottes Namen. Moment. Kurz nochmal gekoppt. Jetzt geht's weiter. Das sind Kisten. Einmal Moment. Ich habe echt keine Ahnung, was da mit dem Controller ist, aber es sieht nicht kaputt aus. Ach komm, weißt du. Komm. Ich stell mich gerade an wie so ein abgelaufener Jockort. Oh, du gehst auf den Sack. Geh weg. Also wir haben gerade unseren Boost eingeschalten. Wurde auch mal Zeit. Und jetzt erstmal Mana auffüllen. Und das sieht man schon in Archon von da von hier aus. Und da vorne wartet schon jemand. Ich finde keinen Makel an diesem Mann. So, jetzt. Ich ließ einen Was hast du zu sagen? Herr, vergib mir! Pontius Pilatus. Ich ließ Seine Feigheit führte dazu, dass ein Einzelner für die Sünden aller büßte. Deshalb lasten im Limbus die Sünden aller Menschen auf ihn. Ich ließ einen braven Mann an. Bestrafen wir oder dann erlösen wir ihn. Herr, vergib mir! Hören mal, was er zu sagen hat. Ich ließ einen braven Mann ans Kreuz schlagen? Das ist ein Einzelner für die Sünden aller Büßte. Deshalb lasten im Limbus die Sünden aller Menschen auf ihn. Das Gute ist halt, ich weiß gar nicht, ob das eine. Ob diese Entscheidung auch eine Auswirkung hat. Deswegen bestrafen wir ihn. Sei verdammt, Sünder. Ach genau, sammle unheilige Erfahrung, um höhere unheilige Schrei zu schallen. Also hat es gar keinen Sinn. Er hat wenig Einfluss darauf, wie wir uns entscheiden. Aber ich dachte, wir haben den Fehler gekauft. Haben wir auch gekauft. Todestornado. Heiliges Salven. Kann man nicht kaufen, aber... Wir können gar nichts kaufen. Gut. Gehen wir mal weiter. Es ist so eine lebendige Tür, die man immer töten muss, damit sie sich öffnet. Bei allen Heiligen. Ich schwöre, allen fleischlichen Freuden zu entsagen, bis ich von diesem Kreuzzug zurückkehre. Ich habe mich dir hingegeben, weil ich weiß, dass du unserer Liebe die Treue hältst.
Du hättest oh, da ist sie wieder. Sein sollen zu diesem süßen jungen Ding. Aber nun bekomme ich den Preis. Lass sie gehen. Sie ist unschuldig. Nicht mehr lange. Ich gehöre jetzt ihm. Dich allein trifft die Schuld, heiliger Krieger. Du verdienst keine so aufrichtige und fromme junge Dame. Aha. Ich muss noch mal kurz ein Thema ansprechen, das sehr wichtig ist. Und zwar wegen dem Zensieren. Einige haben, also nicht einige, aber ein einziger hat einen Daumen runter gegeben. Kann ich verstehen, aber andererseits ist es aus Sicherheitsgründen gemacht worden. Bei YouTube mag das nicht, wenn man... ich glaube, das war nicht auf Zensieren bedacht, sondern eher auf das, dass ich ganze Zeit in die Zwischensequenzen reingelabert habe. Deswegen fanden die das nicht so gut wahrscheinlich. Deswegen versuche ich das wieder zu unterbinden, ne? Längere fristige Zeit. Doch, ich bin tot. Okay, also Runde 2. Strafen wir. Kann man alle bestrafen oder halt erlösen, je nachdem. Strafen geht halt schneller. Wenn wir die erstmal weg haben, kann man hier nicht schön. Komm schon, sterb! Wir bestrafen die. Auf jeden Fall. Jetzt erlösen wir den einen mal. Ich glaube, man braucht für... Also die Szenen sind nicht... Sehen ich ja gesamt. Und... Ja, Kopf ab. Man merkt richtig, das ist sehr anstrengend. Ah, wir können speichern. Das machen wir natürlich. Genau. Und ja, wie es weitergehen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Aber erstmal holen wir uns nochmal die Seelen hier. Ach ne, die Münzen. Ja, und dann bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Dantes Inferno.